Moin Moin und willkommen zurück bei Seven Days to Die Darkness Falls zusammen mit dem Hübschling hier, dem Baumstriker. Halt deine Waffe mir bitte nicht ins Gesicht, danke. Ich werde Du hast gerade voll ins Visier genickt. Das sah gut aus. Das sah gut aus. So, wichtige Sache. Ich habe zwischendurch mal abgeklärt, ob unsere Map in etwa, sagen wir mal, kaputt ist und wir Darkness Falls gar nicht durchspielen konnten. Die Antwort war ja. Wir hatten nicht ein einziges von diesen Darkness Falls spezifischen Laboren. Es gibt ja welche im Schneegebiet, es gibt das eine wichtige in den Wastelands, gab es bei uns nicht mehr. Ist wahrscheinlich bei einem der Updates verschollen, verstorben, vernichtet worden, wie auch immer. Oder wir hatten von vornherein keins da. Ich habe mich mal rangesetzt und aufwendig die Gebäude tatsächlich jetzt geschafft, zumindest habe ich noch keine Fehlermeldung bekommen, in dieser Map zu platzieren. Ich habe mir das jetzt nicht perfekt gemerkt. Also einen habe ich, glaube ich, irgendwo hier in den Wastelands. Da ist das Hauptlabor. Und im Schneegebiet, ich glaube auch irgendwo in der südlichen Ecke, hier in der südöstlichen Ecke, habe ich das andere Labor platziert. Ich habe nicht auf die Koordinaten geachtet oder sonst was. Ich habe es einfach gemacht gehabt, damit wir noch ein bisschen suchen können. Die wichtigen Darkness Falls NPCs sind tatsächlich alle auf dieser Map vertreten. Das sind Dr. Anne, das ist Caitlin, die Händlerin, mit der wir zu tun haben, und Razor. Und tatsächlich, glaube ich, noch eine vierte Person, deren Namen ich schon wieder vergessen habe, also vollkommen egal. Warum ich das jetzt alles nochmal gemacht habe, ist, ich würde gerne Darkness Falls anscheinend spielen können und dem Striker auch mal das Vergnügen geben, mit diesem Forschungslabor reinzugehen, weil das ist halt schon eine ganz geile Nummer gewesen da, damals, falls sie es nicht kaputt gemacht haben. Und wie, da wir sowieso gefühlt eher Richtung Ende sind vom Let's Play, dachte ich, wäre es schön, wenn wir jetzt auch einen anständigen Abschluss finden. Aber jetzt im ersten Moment dachten wir, machen wir tatsächlich ein paar Quests und gucken, ob wir zumindest von der Questline her ein bisschen vorankommen. Tatsächlich müssen wir nämlich die Right River Händler, die ganz normalen Händler, anständig abarbeiten ein bisschen, um vielleicht später Razor freizuschalten. Ich kann einfach mal gucken, ob wir mit der Quest dann vorankommen. Sache ist, wir haben in den Wastelands und Co. trotzdem keinerlei Poise wirklich. Das heißt, wahrscheinlich bringt uns das auch nichts, dass wir die gemacht haben dann. Weil die uns einfach nur so hinschicken können, weil es nichts gibt. Aber, Worten, wir starten mit Quests. So. Das war eine lange Rede. Ist dieser Dr. N mit Dr. Ned oder Zed oder Ted verwandt? Ich glaube, es ist eine Frau. Scheiße. Jetzt komm, wir nehmen das Dirtbike. Echt? Nicht unser tolles, schnelles Automobil, was wir im Stream genutzt haben? Oh. Komm, wir wechseln mal ein bisschen ab. Wir können das Dirtbike ja mitnehmen, ist ja nicht das Problem. Du kannst ja auch das Auto einfach mitnehmen. Ich habe jetzt Bock auf eine Runde Dirtbike fahren. Jetzt müssen wir mal gucken, welchen Händler nehmen wir denn? Können wir irgendwo sehen, bei welchem Händler wir schon welche Level haben? Ja, du bist wahrscheinlich überall gefühlt auf Null, weil es dumm gelaufen ist mit deinem Safe-Game, aber sonst? Doch, hier. Trader Bob-Faktion haben wir 5. Bei Caitlin haben wir auch 5. Bei Rekt haben wir 10. Woher kannst du das bitte nachlesen? In der Charakterstatistik. Da, wo du auch deine Rüstung siehst, auf die komischen Balken. Da siehst du von den ganzen Fraktionen. Ja, gut, ich erwähne noch einmal. Wir hatten da ein kleines Problem mit meinem Charakter. Sind deine auf 0? Caitlin ist auf 5. Der Rest auf 0. Ja, die Caitlin haben wir ja zusammen ein bisschen gemacht gehabt. Aber ich würde mal sagen, wir fahren zu Rekt. Ach, das ist ja auch der bei uns um die Ecke. Das erklärt's. Ja. Woo! Oh, ich dachte echt, ich passe durch. Okay, ich war schon verwirrt. Aua. Woo! Ich hab Fallschaden erlitten. Ich auch. 2, um genau zu sein. Ich höre irgendwie bei diesem Motorrad nichts. Gar nichts? Oh. Gar nichts. Hast du eine Hupe? Oh Gott, die klingt schrecklich. Ich kann die Hupe nicht drücken, gut. So. Wir sind natürlich auch ganz wahnsinnig, weil es ist halt auch wieder ein Tag vor Blutmond. Ja, aber das ist dann noch besser, dass wir Rack nehmen, weil der ist vor der Haustür. Naja, ein Tag vor Blutmond, heute ist Blutmond. Ja, Tag nach
Nach der ganzen Stream-Misere mit den Schatzkarten. Dann lass mich mal eine Quest mitnehmen. Da ist es eh nur Stufe 1. Hast du andere Arbeit? Nö, schade. Bettercraft? Nein. Jobs. Tier 2. Euch schön Zombies auslöschen, klingt gut. An der Farm. Achso, du bist gerade im Inventar. Ich habe mein Inventar auch vollgepackt mit irgendwelchen Dingen, die wir verkaufen können. Können wir nebenbei ein bisschen Geld schaffen? Scheffeln? Scheffeln. Ich war hier so. Ich hatte so Ausschau gehalten nach diesem berüchtigten Laserwerkbänken. Ich glaube, die kann hat. Ich bin mir nicht sicher, wenn ich das zwischendurch mal richtig gelesen hatte, hat nur Yen tatsächlich eine Chance von den White River Händlern darauf. Ich mag Yen ja sowieso mit am liebsten, also das passt schon irgendwie. Master, we are not alone. Warum machen wir da nicht bei Yen? Weil Yen ist ein paar Meter weiter zu fahren. Wir können auch zu Yen, das ist kein Problem. Aber müssen wir uns halt dranhalten mit dem Blutmond. Wollen wir überhaupt mehrere Quests machen oder bleiben wir bei deinen Stufe 2 Quests? Ich würde sagen, die Stufe 2 Quests haben den Vorteil, da kriegst du auch mal direkt 2 Punkte. Jetzt einfach. Ich würde sagen, ich nehme die Quests mit und dann passt das. Gut. Weil deine Stufe 1 ergeben halt, glaube ich, auch nur einen Punkt. Wir hatten das, glaube ich, bei Vanilla schon beobachtet gehabt. Dass du halt, wenn du höherlevelige Quests machst, dass du schneller vorankommst. Ich habe geteilt. Ja, hab's gerade angenommen. Gut. Ich bin nicht sicher, ich habe keinen Sound dazu gehört. Es ist 4.45 Uhr. Ich finde deine Idee mit Yen jetzt gar nicht so schlecht. Aber wir waren bei Yen, glaube ich, noch nicht so weit, ne? Also ich bin bei Null, also... Ich auch aus irgendwelchen Gründen. Also irgendwie bei Yen bin ich auch auf Null. Wie auch immer das passiert. Ach nee, ne? Willkommen zu Hause! Ja, Alpha, ja. Alpha 20, ja. Ja. Oh, tatsächlich. Bin ich der Meinung, wir müssten nicht alles looten. Kackendreist. Oh, die 10 Duct Tapes nehme ich trotzdem mit. Ja, du kannst auch looten. Ich wollte jetzt und das looten. Blei nehme ich auch mit, weil wir aktuell einen Bleimangel haben. Aber ja, ist in Ordnung. Ich kann mich zurückhalten. Ja, zum Beispiel Elektrosachen werde ich auch noch auseinandernehmen, wenn ich an welchen vorbeilaufe. Es ist Stufe 2 Gebäude. Das ist so, wow. Und so. Da, wo Bier und so drin ist, nehme ich auch mit. Alles klar, alles gut. Ich wollte dir das Looten jetzt nicht verbieten, aber nicht, bitte nicht wundern, wenn ich nicht alles mitnehme. Weil ich finde, uns geht's relativ gut. So. Jo. Oh, Munition. Wow, 9mm Munition, geil. Kann es sein, dass du von oben bist? Ja. Oh, dämonischer, kommt, die schlage ich jetzt K.O. So überzeugt bin ich von mir. Hat doch geklappt. Mag ich. Also wenn sie alleine kommen, geht das auch klar. Ein 60er Akkuschrauber. Ja, gut. Händler freut sich. Geben die Lampen Elektro hier? Oh ja, schön. Ich weiß, was ich vergessen habe zu Hause. Und zwar? Lockpicks. Oh. Das ist ja doof. Ja, wir müssen jetzt alles aufbohren. Gut, was wahrscheinlich schneller geht, gefühlt. Ah, Hallöchen. That Iron Chest. Hallo. Oh! Dämonen steht dort. Ach da! Ich gebe zu, er hat mich ein bisschen erschrocken. 59er Erdbohrer und ja, Jan. Entschuldigung. Alles gut. Okay, das gibt neu.
So ein Hampel-Larry hier. Millimeter Arbeit. Scheiße, Mann, Alter. Ich hab mit dem Werkzeug gearbeitet und mir fällt's nicht ein, Mann. Mensch, lieber! Gott, hallo. Störung. So zu Elektroteilen sag ich echt nicht nein. Ah. Oh, ich kümmere mich unten um den Zombie. Kannst du den Endloot machen, ruhig entspannt. Achso, bist auch unten. Wanderhorde. Und zwar keine kleine. Du darfst mitmachen. Gut, dass die Quest fertig ist, ja? Ah! Alter! Warte, da mach ich halt die Munition hier an! Ihr Schweine! Wow! Okay! Okay! Das war nur... Schreierin! Nein! Okay. Okay. Das war ein Auftakt, Alter. Schande! Keycard. Oh, ein blau Keycard. Ja, Keycards kannst du bei mir in die Drohne einfach draufstapeln, wenn dein Inventar einfach voll ist. Ich habe ja alles dabei, falls wir über irgendwelche Darkness-Falls-Dinge stolpern. Militärdinger zerlege ich direkt. 37er Laser-Tool. Oh, geil. Jo, Quest ist fertig. Schön. Und der Endloot war in einem der Türme. Okay. Ja, machen wir den noch kurz mit. Der war's nicht. Der war's nicht. War der war's nicht. Überliegenden Seite dann, wenn... Jetzt auf einmal weißt du wieder, wo er ist, was? Ja. Ah, hast ihn. Gut. Hier fährt eine Menge Baupläne. Eine Menge Baupläne zum Zerlegen auf jeden Fall. Ich habe wirklich das Gefühl, dass du bei dir die Masterklassen auch einfach über die Bücher hinkriegen kannst, mit den ganzen Büchern mittlerweile. Ja, bin ich auch schon am Überlegen, das einfach zu machen. Aber das Problem halt für die Masterbücher, ich muss halt das normale Buch machen. Ja, aber letztendlich scheitert es auch höchstens an diesen Skill-Notes, von denen wir mittlerweile eh viel zu viele haben. Ja, genau. Wow. Ich gehe kurz direkt rüber. Das ist ja irgendwie gegenüber. Mit. Mr. Rekt, na? 762, I don't know, ne. Irgendwie hat er hier nur Müll. Weiß echt nicht, was ich nehmen soll. Komm, Alter. Nimm irgendwas, was du verkaufen kannst. Das, was das Geld gibt. Alright, now that we're done doing business, get out of my store. Hat auch noch keine anderen Arbeiten? Any jobs? Clear Zombies, 108 Meter? Ja, komm, wir bleiben einfach mal in der Nähe. Teilen. Oh. Er hat die Quest einfach... Hä? Okay. Buck lässt grüßen. Hat sie falsche Taste gedrückt? Ich habe die gleiche Quest nochmal bekommen. Anscheinend. Und konnte sie einfach nochmal abgeben. Also habe ich jetzt gerade zwei Quests gemacht. Toll. Glückwunsch.
Jetzt habe ich eine neue Quest. So, die kannst du auch haben, gerne. Das ist... Für Wrecked. Ja, wir sind jetzt schon auf 12. Ey, das ging echt gut, dass ich die ganze... Heil! Du bist potenziell auf 12. Und du? Ich bin bei 1. Lol. Ey, es ist echt verrückt hier gerade. Aber letztendlich. Ich geh ein Gebäude schon mal weiter. Du kommst mit dem Motorrad hinterher. Ja, von mir aus. Ich hoffe, es erstmal geholt haben. Gut. Ich warte beim Nachbarn. Guten Tag. Hi. Auch nur clearen. Oh, kenn ich das Gebäude? Bestimmt, ne? Also ich kenn's. Okay. Auf das Auto mit Gebrüll! Master, we are not alone. Hab mal den Erdbohrer noch gesichert, der da drin war. Oh, ich wollte gerade sagen, da ist gar nichts drin, aber da ist eine Mütze drin. Scrap. Die hatte genau die gleiche Farbe wie der Karton dahinter. Das sah komisch aus. Hier gibt es, glaube ich, mechanische Teile raus. Jo. Jason freut sich, seine Machete in euch zu rammen. Zerlegen, zerlegen, zerlegen. Sehr gut. Wieder ein bisschen Blei bekommen. Nachts mal wieder an. Incoming enemies, prepare for conflict. Schreierin. Ich guck mal, ob sie vor der Tür ist. Mach du mal hier drin weiter. Bei Schreierin innerhalb der Poise kommt doch recht selten vor. Okay, scheinbar ist sie drin. Ah ne, hier. Ich habe ihr einmal den Rücken massiert. Oh, so lieber. Ja, sie lief so schief. Da dachte ich mal, massiere ich immer den Rücken. Das ist ja so liebevoll deinen Schwung abgezeigt. Ja. Verstehe. Okay, ich dachte gerade, ich habe Militärfaser aus dem Pappkarton bekommen, aber das war wohl aus meiner Crafting-Schlange. Licht aus, kostet Strom. Strom ist teuer. Ich habe das Gefühl, könnten dämonischer sein. Ja, hinter uns. Beziehungsweise hinter dir, vor mir. Oder er ist tot. Er ist von oben runtergefallen. Bücherregal. Neues Skill-Note für dich. Ich kann mich noch an damals erinnern, so. Dämone, direkt die Waffe gezogen und weg, Alter, so. Mittlerweile, fuck it, scheiß drauf. Ja, solange sie einzeln kommen, ganz wichtig. In der Überzahl gehe ich dann nicht im Nahkampf dran. Prügel sie einfach weg. Hier, kannst du lesen. Ich hab eine Schatzkarte, auch geil. Ja, kannst du eine Drohne packen.
Geil, mein Shotgun-Level ist nun Level 3. Ja. Ach, wir sind nun wieder fertig mit der Quest. Ja. Ja gut, das geht schnell. Wo steht denn das heißt Motorrad? Keine Ahnung, Alter. Hier. Komm einfach durchs Fenster, wo ich gesprungen bin. Ah! Ich hatte ähnliche Gedanken, ich war nur auf der falschen Seite. Ja, herrlich. Also wenn das hier in Fußnähe alles bleibt, dann machen wir Tier 2 heute noch fertig in der Folge. Da war ein Loch. Könnte sein, dass da ein Schatz war? Apropos Schatz, ich kann die Karte auch einfach lesen. Read. Yo, Trader. Rack war gerade nicht mehr vorhanden. Der musste gerade neu gesetzt werden. Ja, das gibt Geld. Und das gibt auch Geld. Ich verkaufe mal die Erdbohrer bei ihm, okay? Ist okay. Ich glaube nicht, dass wir Sinn darin hegen, Level 30er Erdbohrer zu behalten. Jetzt gerade nicht. Ich verkaufe auch gerne die Mods, die wir unterwegs finden, weil die geben recht viel Geld und wir können ja, sie eh selber machen. Das tue ich eh. Oh. Oh, ich sollte vielleicht eine neue Quest mitnehmen. Was hältst du denn davon? Mal gucken, was wir noch in der Nähe haben. Job? Ach, ich bin schon bei Tier 3. Er schickt uns nur nicht zu dem nächsten Händler. Oh, das ist schlecht. Weil wir vielleicht da schon waren. Aber nee, eigentlich haut er ja immer eine Meldung raus, also. Nee, Azeroth? Nevermind. Okay. Nö, dann machen wir jetzt mal eine Stufe 3, ja? 400 Meter. Haus Old Bungalow. Okay, vielleicht kommt jetzt ein bisschen Action rein. Oh, was geteilt? Zwei? Wo? Ja, ich meine jetzt so, weil du ja gerade erwähnt hast, ein bisschen spannender. So. Vielleicht seid dämonisch auf einmal. Ja, aber wenn die auch dann noch allein ist, also nur die zwei dämonischen, dann würde ich immer noch mit dir zusammen in Nahkampf draufgehen. Am besten kommt noch eine Ey, das ist... Also ich höre die Hupe. Gut. Aber Motorgeräusch gibt es trotzdem nicht. Ist das eins dieser sogenannten E-Fahrzeuge hier? Ja, also wenn ich fahre, höre ich. Es ist so ruhig. Highway to Hell. Leise genug? Ja. Genug? Ja, das ist okay. Das war richtig künstlerisch. Quest hast du angenommen? Das Gebäude sagt mir zum Beispiel nichts. Ja, habe ich. Das Gebäude sagt mir zum Beispiel gar nichts. Boah, ich muss nur die Vorräte finden. Ich müsste nicht mal die Quest wirklich machen. Das ist jetzt nicht dein Ernstspiel, oder? Okay. Also, ich habe meine Quest fertig. Wir können. Okay, ich guck mir das Gebäude trotzdem nochmal an. Oh, dämonischer, hi. Nee. Herrlich. Ich stehe wieder genau in der Nähe, aber ich weiß wieder nicht, ob oben oder unten. Aber das ist schon mal ausreichend. Wir wissen ja, dass bei dir die XY-Koordinaten ja theoretisch stimmen. Wo bist du denn? Komm ich mal zu dir. Oh, hi. Hast du auch zufällig diese Tasche hier? Nein. Wo musst du denn genau hin? Hier? Hier ist die Koordinate.
Okay. Da, wo das Loch ist. Nur steht nicht fest, ob oben oder unten halt, weil ich da eigentlich... Ich glaube, ich habe das Loch gesehen, also den Frame gesehen, glaube ich. Nee, da drin ist es nicht. Ha. 0,5 habe ich. Incoming enemies, prepare for conflict. Warte, ich glaube, ich sehe was. Nee, das ist ein Sofa, aber das ist auch schon zu weit weg. Ja, ja, deswegen ja. Geht's vielleicht noch weiter nach unten? Geh gucken. Ich schau, ob ich hier finde. Du hast hier in dem Loch, hast du noch einen weiteren... Ach du Scheiße. Wir haben hier eine Mine. Oh. Oh, oh, hallo. Ja. Meine Vorräte sind weiter unten. Ich komm gleich zu dir. Jo. Dämonische Essenz. Ach, wie schön. Oh ja, Schmerzmittel. Das brauche ich auch. Hast du den dämonischen? Oder? Ja, hab ich, alles gut. Die Explosion kam von mir. Ich bin jetzt gerade dabei, hier gerade das Wohnzimmer und die Küche von Elektrogeräten zu befreien. Und dann komme ich zu dir runter. Hölle 2.0? Hallo? Ja, so schlimm wird es nicht sein. Es ist nur ein Tier 3 Gebäude. Glaube ich. Oh, da war bestimmt noch Kaffee drin. Ah ja. Mein 50er Baseballschläger einfach in einem Koffer. Nice, Alter, Blei. Ich geh dann mal noch weiter nach unten. Ich bin in der Mine angekommen. Das ich sehe dich wahrscheinlich gleich. Wenn du meinst. Wie geil ist das denn hier? Es geht noch weiter nach unten. Ist ja cool. Vor hier sind doch ganz viele Elektroteile. Oh yeah. Das gefällt mir. Oh, Level Up. Ja, schönen Dank. Brauche ich auch nicht mehr. Echt nicht. Wow. Geht schon tief runter. Das ist ja cool hier. Und deine Vorräte hast du immer noch nicht gefunden? Nein. Ich finde, meine war da doch recht schnell gefunden. Ja, geil. Irgendwer muss ja dafür sorgen, dass die Quest noch länger besteht, nicht wahr? Ja, ja, so. Weil ich muss jetzt noch nach oben. Oh, seitdem ich diesen Skill habe mit diesen ganzen Elektroteilen, das macht ja richtig süchtig, so viele zu kriegen. Oh. Ich bin kotzen, ich habe gerade zwei Federn gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Die ich aus Langeweile hergestellt habe, damit wir die Bücher machen können, war kein Kaffee drin.
Alter, wie groß ist denn das Gebäude, bitte? Also, mir gefällt's. Oh, du hast... Ich seh schon. Ich zück die... Naja, komm, sind schon alle tot. So schlimm ist es nicht. Mann. Hab die gute Waffe gezückt. Ja, ich hab wieder eine Gehirnverschüttung oder so. Schmerzmittel. Oh Gott. Ich hab eine Madame schreien hören. Ja, die machen uns nur den Weg nach draußen wieder frei. Sei ihnen dankbar. Oh, hier ist der Endlos. Ach, so nennst du das. Ja, die darfst du aufbohren. Ich bin dabei. Und fertig. Ich plag die rechte Kiste, die mittlere und die linke. Ja, mach mal. Ich scrappe kurz fleißig in meinem Inventar rum. Mini-Motorrad-Chassis kann ich auch zerlegen eigentlich, oder? Guck auf den Preis, wir sind eh gleich beim Händler. Bei Vanilla waren die Dinge mal recht viel wert. Oh, 600, ja, ist okay. So, Alter, ich bin doch immer noch 15 Meter entfernt von meiner Tasche, Alter. Aber vor hier muss es auch irgendwo wieder zurückgehen, ne? Ja, nach oben. Ach, die Leiter hoch. Ah, witzig, hab die gar nicht gesehen. Oh, warte, da war noch ein Sicherungskasten, den muss ich auch mitnehmen. Ganz wichtig. Jetzt da an der. Wir kommen wahrscheinlich an dem Nebengebäude raus, vermute ich mal. Nee, du weißt ja, wo ich oben in dem Gebäude war. Wir sind jetzt einfach rechts daneben und hast dafür gesorgt, dass sie schreit. Ja, ich wollte Spaß haben, während du deine Kiste suchst. Ja, hinter dir. Oh. Überall, meinst du? Ach, scheiße. Ja, vielleicht sollte ich nicht so oft nach Spaß fragen. Da war noch eine Schreierin bei. Och, geht der Spaß schon wieder los. Weißt du, was ich nur nicht verstehe, dass du mich nicht einfach erstmal, bevor du diese hässliche Tür öffnest, mich nicht erstmal meine Kiste suchen lässt. Du hast die Quest schon lange genug rausgezögert, dachte ich. Ich verstehe dich übrigens gerade nicht. Es ist gerade recht laut hier mit dem Schießen. Ja, ich habe mal die Schreierin beseitigt. Ich habe auch schon wieder eine gehabt. Dritte, vierte, wie auch immer. Da kommt noch eine. Ich habe sie mal beseitigt. Ich muss wieder weiter nach unten. Weil ich scheine irgendwo wieder tatsächlich dran vorbeigelaufen zu sein. Ich bin zwar mit einem halben Auge immer auf dem Dingens gewesen, aber irgendwie... Was? Oh, Leute! Das Schlimme ist ja eigentlich, ich bin selber schuld. Ja. Aber lassen Sie dich wenigstens in Ruhe? Ja, ich bin ja runtergesprungen in dem Sinne. Junge, war das echt nur in dem Minenschachtbereich oder was will mir das Spiel mitteilen? Bin auf der Ebene. Wow, hinterm Sofa. Hab's ja. Einfach hinterm Sofa versteckt? Ja. Wow. Worden.
Ich höre schon wieder eine Schreierin. Ich muss einmal gucken, wo sie ist. Ha. Wow, der Behemoth hat mich echt kaputtgeschlagen, Alter. Aber du hast die Quest geschafft gehabt, ne? Ja, ja. Alter. Du immer mit deinem verkackten Spaß, Alter. Sie haben dich in Ruhe gelassen, während du die Quest gemacht hast. Ja, das stimmt. Liegt aber auch daran, dass ich langgelaufen bin, da wo sie nicht durchkommen. Schon wieder zwei Schreierinnen beseitigt. Mann, ey. Da kommt schon wieder eine grüne Schreierin. Na toll. Haben wir jetzt ein Wastelands-Fiasko in der normalen Wüste oder was? Mit Pech, ja. Das war noch vor Blutmond, ey. Ich hoffe, ich krieg's gerade ganz gut in den Griff hier. Ich muss die Schreierin nur wieder finden. Da ist sie. Okay, ich glaube, ich hab's. Ich laufe einfach den Schüssen hinterher. Hab sie. Alles clean. Gut. So, dann loot ich mal. Man könnte sagen, Leichenpflaster hat seinen Weg. Ja, kann man. Hier in dem Fall Lootsäcke pflasterten seinen Weg. Ja gut, jeder Lootsack ist ja quasi eine Leiche. Ich weiß nicht, ob es das jetzt besser macht. Oh ja. Hier chillt ein Behemoth noch. Ja, aber wenn der chillt, ist doch gut. Scrap, scrap, scrap. Ich glaube, du hast ihn weggechillt, oder? Ja. Ah, da liegt noch ein Lootsack. Ah. So. Dann können wir die Quest abgeben. Würde ich sagen. Ja. Oh, ich sollte was trinken. Das ganze Feuer macht einen schon durstig. Ah. Ja gut, vielleicht machen wir... Also Tier 2 haben wir jetzt heute nicht fertig gekriegt. Wir geben die Quest noch ab. Und dann machen wir auch Schluss mit der Folge für heute. Hast recht, wir sind ja schon bei Tier 3, weil wir Tier 2 es nicht geschafft haben abzuschließen, weil wir sind über Tier 2 rüber. Ja, irgendwie, ich... Keine Ahnung. Ich stelle schon gar nicht mehr so viele Fragen hier. Hier laufen ja so viele komische Sachen ab. War so gerettet. Ja, ich bin ein Profi, weißt du doch. Wenn einer Auto fahren kann, beziehungsweise fliegen, dann bin ich das doch. Was? Was? Hab ich da was gehört? Ich glaube, ich habe da irgendwas überhört. Ah ja, durch meinen Tod habe ich jetzt nur die... Wow. Durch meinen Tod habe ich jetzt nur ein Reward gehabt, Alter. Du hast doch nicht... Das dafür... Ja, weil der Skill, ja. Hallo, ich war doch tot. Ja, ist okay. Ich hab doch den Malus. Ah, ja, der, jetzt weiß ich, was du meinst, ja. Nice, Alter. Hat ja sich voll gelohnt, ey. Bin mir grad nicht ganz sicher, ob wir jetzt bei ihm noch Jobs kriegen, in dem Sinne. Mich wundert, dass er uns jetzt nicht losgeschickt hat, oder schickt jetzt hier bei Darkness Falls jeder Händler nur einmal zum nächsten Händler.
Weil dann müssten wir uns doch jemanden suchen, der, bei dem wir noch auf Null sind. Oh. Oh. So, ich teile. Sammeln und klären. Gut, ja, dass das Motorrad auf der anderen Seite geparkt hat. Geil, ne? Vor allem, wenn man auf der falschen Seite rausgeht. So, uns hat das Flugzeug da gelassen. Ach du Scheiße. Ganz schön viel. I've got a bad feeling about this. Machen wir doch nochmal einen Abstecher nach Hause, oder was? Nee, eine Quest machen wir noch und dann das Blutbohnen, aber das ist dann eine Geschichte für die nächste Folge. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, gerne Bewertung da lassen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.